Willkommen zu unserem Spiel, die wir gemacht haben über, also willkommen zu unserem Spiel Fitnessgurus. In die Übersicht geht es um Ideen, Designs und Gameplay. Ideen. Wir haben gedacht, ein Spiel zu machen, die Leute helfen, Sport zu machen, weil viele Leute machen Sport. Aber das Problem ist, dass viele Leute es auch falsch machen, zum Beispiel bei den Techniken. Also haben wir in dem Spiel so gemacht, dass man die Techniken lernt durch einen Quiz. Und wir haben es mit Roblox Studio gemacht. Das ist, also Roblox ist ein Online-Server, wo viele Spiele drauf sind und es ist ein Open World. Designs. Also für das Spiel braucht man Zeichnungen von den Sportarten, die man macht. Wenn man jetzt eine Plank macht, muss man ein Foto online, am besten ist es, wenn man vielleicht gerade die Muskeln sieht oder wenn man sieht, wie es richtig und wie es falsch ist. Und dann haben wir es liniert und haben versucht, alle die Gelenke zu zeigen, dass man sieht, wie man es genau soll machen. Und jetzt vielleicht haben wir Rot für die Muskeln benutzt. Bei manchen Fragen ist es, welcher Muskel wird benutzt. Und dann haben wir einfach die Muskeln rot angemalt. Zum Gameplay haben wir uns gedacht, wir machen so wie ein Obi. Ein Obi ist ein Obstacle Course oder ein Hindernislauf auf Deutsch. Und es ist so wie ein Quiz. Man muss die Fragen richtig antworten. Wenn man durch die falsche Türe läuft, also falsche Antwort nimmt, ist man dann tot und man muss neu starten. Wenn man die richtige Antwort nimmt, geht es weiter. Und dann gibt es am Schluss so wie ein Känguru-Trophäe. Und wenn man alle 4 Levels fertig gemacht hat, gibt es einen riesigen Känguru-Trophäe. Und es gibt zum Beinen, Arme, Bauch und Rücken. Danke fürs Zuhören. Zeigen wir euch, wie das Spiel funktioniert. Ah ja, jetzt die Demo. Die Emmy spielt, die Diana spielt und ich moderiere. Also man sieht hier alle die 4 Levels und wir können gerade beim ersten Level anfangen, wo mit dem Bauch oder Rücken. Mit dem Bauch. Hier sieht man, wie wir es rot angemalt haben, zum zeigen, welche Muskeln benutzt werden. Und hier wäre jetzt die Frage, welche Muskeln werden eigentlich benutzt? Genau. Hier ist die Frage, welche Technik richtig ist. Vielleicht sieht man am Anfang nicht wirklich einen Unterschied, aber dann sieht man vielleicht, beim einen ist der Kopf hinten und beim anderen ist der Kopf vorne, also muss man das Richtige auswählen. Jetzt gibt es wieder die Muskeln bei der Plank. Und am Schluss gibt es die Frage, dass man die Namen weiß. Was ist ein Jackknives, glaube ich. Ja, Jackknives. Und hier ist das Richtige. Dann gibt es natürlich die Cobra. Hier sieht man auch nur wenige Unterschiede. Und am Schluss gibt es so ein kleines Dings, Viereck. Und dann sieht man einen Pokal beim ersten Level. Und jetzt kann man auch zum zweiten Level. Und es sind einfach immer eigentlich die gleichen Fragen. Wenn es jetzt die Plank hat, die Plank hilft bei mehreren Sachen. Also benutzt man sie auch in mehreren Levels. Ja. Und das passiert, wenn man stirbt. Natürlich kann man wieder zurückgehen und dann kann man
einfach weiterspielen. Oder wenn man es jetzt noch nicht geschafft hat, kann man nochmal anfangen. Hier ist es wieder mit der Technik. Jumping Jacks. Ja, und hier jetzt das letzte Level noch und dann kann man alles am Schluss sehen. Ihr schafft das. Yeah. Und jetzt sieht man einen riesen Känguru. Sehr schön, Dankeschön. Ich gebe es zu, dieses Spiel, sagen wir so, für Fitness ließ ich mich nie bisher wirklich begeistern. Valerie und Emmy, ihr wart schon letztes Mal in Zürich dabei und habt mit Crazy Snacks ein Spiel entwickelt, damals zur gesunden Ernährung. Lebt ihr denn so gesund? Also, ich werde jetzt ganz ehrlich, bei mir, hier gab es ja immer so Snacks, die man snacken kann. Nein. Also, im echten Leben passen wir natürlich ein bisschen mehr auf, aber jetzt in einem Lager vielleicht so nicht. Ich glaube, die denken das auch. Und Emmy? Also ich esse auch schon manchmal Snacks, manchmal schaue ich auch, dass ich nicht so viel Süßes esse, weil halt sehr ungesund, aber jetzt hier habe ich sehr viel Snacks gegessen. Und diesmal haben wir uns richtig Mühe gegeben mit dem Essen, nachdem das hier schon mal besser mal als letztes Mal. War besser, da sind wir ja schön froh. Und ich fand es immer gut. Du fandest auch letztes Mal gut? Außer am ersten Abend hatten wir so einen Salat. Also. Aber sonst war es richtig gut. Also. Und diesmal die Pizza, das war natürlich der Höhepunkt, oder? Also für mich mal. Und du, Diana, bist heute das erste Mal dabei. Wie hat es dir gefallen? Also am Anfang war ich sehr scheu und ich wusste nicht, mit wer ich reden sollte, weil es halt ein new environment. Aber dann habe ich es... Ich vergesse, wie sie heißt. Valerie kennengelernt. Und sie ist sehr lustig und redet viel. Und ich habe auch Amy kennengelernt. Und jetzt sind wir so Kolleginnen geworden. Habt ihr euch schon am Freitagabend schon gut zusammengetroffen, habe ich gemerkt. Und seitdem geht das ab bei euch. Danke vielmals für euer Engagement. Das waren Diana, Emmy und Valerie mit Fitnessgurus.